Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht's um die Keys und zwar ist Keys eine weitere, naja, sozusagen Aufzählung von Selenium, die ihr benutzen könnt, um eben einzelne Buchstaben oder einzelne Keyboard-Keys, also Tastaturen, Tasten zu schicken. Also sowas wie die Pfeiltasten, sowas wie Ende, Position 1, einfügen, entfernen und sowas. Das alles lässt sich natürlich auch schicken und das geht über Keys. Und das machen wir, wenn wir hier zum Beispiel unter Send Keys können wir über Keys Punkt. Und dann müssen wir natürlich erstmal Keys importieren. Wer hätte es gedacht? Komm schon. Hier gibt es Keys unter Selenium WebDriver Common.Keys Import Keys. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie es funktioniert, eure IDE weiß es höchstwahrscheinlich. Deswegen, ja, hier der Import darüber, weil ich mir den Pfad, kann man sich merken, habe ich auch gemacht, aber ich wollte euch die Methode zeigen. So, und dann könnt ihr unter Keys eben die verschiedenen Sachen einfügen, die ihr eben haben wollt. Zum Beispiel könnte irgendwas über Alt gemacht werden, über Control oder Command. Dezimalpunkt und so weiter und so fort. Also ihr habt hier wirklich alles zur Verfügung, was ein Sonderzeichen ist. Nur normale Buchstaben, die habt ihr hier halt nicht zur Verfügung. Die habt ihr dann eben über die normalen Buchstaben hier zur Verfügung. Okay, jetzt kann ich hier zum Beispiel hergehen und kann sagen Backspace. Und dann kann ich noch sagen Keys. Gehen wir mal eins nach links und dann machen wir nochmal keys.backspace. Und dann machen wir mal, Achtung, keys.enter. Und dann lassen wir mal hier das Submit weg, denn das sollte auch getestet werden. Wenn ihr eine Web-Applikation habt, solltet ihr auch überprüfen, ob man Eingabefelder mit Enter abschicken kann. Also nicht nur über den Submit-Button, sondern eben auch mit Enter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, wer googelt denn bitte? Und schickt dann auch wirklich mit einem Klick auf Googlen seine Abfrage ab. Das machen quasi meine Oma und mein Opa gefühlt, aber sonst irgendwie niemand. Deswegen würde ich euch empfehlen, auch über Enter eure Web-Applikation zu testen und dann eben zu überprüfen, ob der Enter-Key auch wunderbar funktioniert. Wir sehen es hier, Ghoul wird jetzt hier gemacht und ich habe keine Ahnung, was Ghoul ist, scheinbar ein Familienname von belgischen Fußballern. Warum kommen wir jetzt zu Ghoul raus? Ganz einfach, wir haben hier einmal Backspace gedrückt, was das E hier rauslöscht. Dann haben wir einmal nach links gedrückt, was unseren Cursor von hier nach hier bringt. Und dann haben wir nochmal Backspace gedrückt und schon kommt Ghoul bei raus, weil wir dieses G und dieses E hier gelöscht haben. Und dann haben wir Enter gedrückt, um eben die Suchanfrage loszuschicken. Ja, ich weiß, klingt trivial, es ist aber ein essentiell wichtiger Anteil einer Web-Applikation und das spricht jetzt aus mit der User raus, dass man diese Applikation auch mit den Pfeiltasten bedienen kann. Ich mag die Maus nur bedingt gerne. Ich nutze sie zwar natürlich selbstverständlich, aber wenn ich irgendwas mit Tastatur machen kann, dann mache ich das meistens auch. Zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir irgendein Imageboard oder sowas. Wenn man das mit Tastaturen bedienen kann, ist doch viel geiler. Dann kann man sich irgendwo hinlegen und kann einfach mal auf seinen Tastaturen rumdrücken. Alles viel bequemer, als wenn man jetzt hier irgendwie mit der Maus ran muss. Okay, ja, das so als kleiner Impuls. Vergesst das nicht und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö.